Hier hinter mir steht links die Anita und rechts der Walter, beide mit ihren Hondas. Mehr nach dem Intro. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und gute Unterhaltung. Servus zusammen, ich begrüße euch hiermit wieder zu einem Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir machen zu dritt, wie ihr seht, wieder eine Ausfahrt. Und dieses Mal sind wir in Tschechien unterwegs. Wir wollten diesen See hier rechts mit der Fähre überqueren. Da wir aber lange auf einer schmalen Straße einen Wohnwagen gespannt vor uns hatten und uns konzentriert haben, diesen zu überholen, haben wir leider die Abfahrt zum Anlegekai verpasst. Daher haben wir den See oben einfach umfahren. Auf dem Parkplatz vorhin gab es eine Rauchpause bei den beiden und ich habe meine Kameras montiert. Ich möchte vorweg Folgendes richtigstellen. Und zwar habe ich am 25.08. ein Video rausgebracht, das zweite Fazit vom Connected Red Navigator. Dort habe ich behauptet, dass die Festplatte 32 GB hat. Das stimmt nicht, und zwar hat diese 100 GB. Ich habe bei mir noch 98,6 GB frei. Davon gehe ich aus, dass das Betriebssystem und die Karten etwas weggeknabbert haben. Und das passt genau, denn es ist ein schöner Übergang. Es hat ein Kartenupdate gegeben beim CRN und ein Firmware-Update, und zwar dieses. Es kamen vier Neuerungen dazu, und welche das sind, das zeige ich euch jetzt. Die Nummer 1. Die Nummer 2. Die Nummer 3. Und die Nummer 4. Wenn es euch etwas zu kurz war, könnt ihr bitte auf Pause drücken und es genauer lesen. Und die selbst einen Connected Ride Navigator besitzen, können es immer nachlesen unter Information im Navigator. Zu dem Firmware-Update kann ich nur eines sagen. Die Höhenangabe, die brauche ich einmal nicht. Das neue Kartenlayout gefällt mir sehr gut. Und der Austausch von Routen über Bluetooth funktioniert nur von einem CRN zum anderen. Es ist das zweite Update von BMW in kürzester Zeit, also die Mädels und Jungs geben schön Gas, das ist super. Ist diese Gegend hier nicht wunderschön? Schaut einmal bitte. Da sieht man das herrliche kühle Nass und wir fahren da in der größten Hitze spazieren. Aber solange wir fahren, ist es überhaupt kein Problem.
Und wie ihr schon sehen könnt, ist keine Route eingegeben im Navi, denn der Walter kennt die Strecke. Und ist sogar ein Gentleman bei Radfahrer. Und ich möchte euch hiermit noch erzählen, wie ich das mache, wenn das Navi unbedingt zu einem Wegpunkt zurück will, den man nicht angefahren ist. Ich steige komplett aus der laufenden Routenführung aus. Nach kurzer Pause wähle ich diese Route wieder aus, lasse die Route wieder neu berechnen, wähle aber dann nicht ab Startpunkt, sondern direkter Weg. Damit vergisst das Navi die gefahrene Route und ihr könnt ohne Stress ganz normal die Tour weiterfahren. Wenn ihr die Tour aber direkt am Navigator geplant habt, könnt ihr auch mit dem Drehrad diesen Wegpunkt entfernen. Ich habe ein Android-Handy und auch ein Android-Tablet. Habe mir auf das Tablet die BMW Connected App runtergeladen und plane jetzt die Touren auf dem Tablet. Vorteil ist, die Ansicht ist größer und man kann sie direkt mit der BMW App gleich öffnen. Sprich, man hat sie auch gleich in der Cloud. Aber bitte nie vergessen, die Route zu kontrollieren. Na bravo, da vorne fährt ein Traktor mit seinem Hänger mit Stroh beladen. Die Formel 1 Fahrer würden dazu sagen Safety Car. Es gibt ja auch noch vernünftige Landwirte. Der hat eine Ausweiche genommen, um den Stau aufzulösen. Das sieht man wirklich selten. Dank dir vielmals. Solche Bauern kann man bei uns wirklich suchen. Wenn wir schon bei Navi sind, es gibt jede Menge Videos im YouTube über die Firma Carburide. Die meisten haben dieses Gerät direkt auf dieser Internetseite bestellt. Es gibt das Gerät in 5, 6 und 7 Zoll. Sogar für BMW-Motorräder gleich mit der Navi-Halterung dabei. Ich möchte mich dazu nicht weiter äußern, da ich mir dieses Gerät sowieso nicht zulegen werde. Ich kann aber euch nur den Tipp geben, bitte bestellt es bei Amazon, da ihr da keine Probleme mit der Garantie habt. Und wenn ihr Prime-Mitglieder seid, auch kein Problem mit dem Versand. Ich habe ein Video gesehen, wo einer ein defektes Gerät bekommen hat. Er hat die Firma davon informiert und die haben gesagt, er soll das Gerät zurückschicken bitte. Es wird ausgetauscht. Soweit ist ja alles okay. Nur leider hat er müssen die Versandkosten selbst tragen. Das 7 Zoll Gerät ist zu groß für das TFT. Es nimmt die Sicht vom oberen Rand. Der nächste Stau. Servus, Kollege! Also so eine Bikehose mit diesem Knieschutz sehe ich auch zum ersten Mal. Mal eine GS ohne Sturzbügel und Zusatzscheinwerfer.
man merkt, es ist ein Feiertag. Dem Kollegen reicht's. Ich glaub, ihm ist zu warm. Na, dann nützen wir die Zeit einmal, eine Zwischenstation einzugeben und schauen, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Dem nächsten rechts. Jupp, schaut gut aus. Und nun noch ein kleiner Tipp von mir. Die meisten werden ihn aber schon kennen, nehme ich an. Ihr habt mit Freunden einen Treffpunkt ausgemacht und die wollen natürlich wissen, wie du unterwegs bist. Nachdem die meisten oder fast alle Freunde von mir WhatsApp haben, gehe ich folgendermaßen vor. GPS am Handy aktivieren. Kontaktperson auswählen, mit der man sich treffen will, dann unten auf die Klammer drücken, den Button auf Standort drücken, Live Standort wählen, dann die Übertragungszeit wählen, 15 Minuten, eine Stunde oder 8 Stunden und so wie die Kontaktperson das bestätigt hat, sieht er live, wo du unterwegs bist. Wenn man bei den Freunden oder bei der Kontaktperson angekommen ist, kann man es jederzeit wieder deaktivieren. Aber was ich weiß, gibt es das auch von Google. Da könnt ihr das auch verwenden. So, liebe Zuseher, ich denke, ich habe euch jetzt genug vollgequasselt. Schaut euch ein wenig die Gegend hier an und das mit Musik.
Hier links ist ein Fluss, wo man sich entlang treiben lassen kann mit einem Schlauchboot. Und es gibt auch Stationen unterwegs, sogar im Fluss, wo man Getränke bekommt. Aber das beim nächsten Mal. So, liebe Zuseher, das war's auch schon wieder mit dem ersten Teil. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim zweiten Teil ein. Ich sage danke fürs Schauen, bleibt alle gesund und ciao, baba, macht's es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Dankeschön. Servus, Glück und auf Wiedersehen.